Anfang ist man zuerst einmal in der Grundausbildung, da lernst du so handwerkliche Sachen wie Feilen und Sägen. Und wenn du das dann geschafft hast, dann kommst du auf die Maschinen. Man ist eigentlich in keiner Art und Weise irgendwie begrenzt. Man kann sich wirklich durch das ganze Unternehmen weiterentwickeln, wenn man das Gefühl hat, die Position, die aktuelle, passt nicht. Bis jetzt bin ich eigentlich auf eine sehr angenehme Art und Weise gefördert worden, also fachlich und persönlich. Das Unternehmen unterstützt uns grundsätzlich sehr, wenn wir was vorhaben. Ich habe zum Beispiel die Berufsreifeprüfung gemacht und habe da eine gewisse Zeit in Teilzeit absolvieren können. Stiehl war der eigenes Online-Schulungsportal, wo auch ziemlich viele Kurse angeboten werden. Es gibt sogar einen Chinesisch-Kurs, kann man sich anmelden, oder einen Spanisch-Kurs. Du hast auf jeden Fall immer Platz, dass du irgendwie was fragen kannst. Oder wenn du einmal einen Fehler machst, dann reißt du nicht auch gleich irgendwie einen Schell aus, sondern das ist halt durch Fehler lernst. Also ich bin erst seit 2. Jänner im Unternehmen und jetzt in meiner Einarbeitungsphase werde ich eigentlich von allen Kollegen wirklich tatkräftigst unterstützt. Ich bin nie alleine. Einmal im Jahr gibt es dann ein persönliches Mitarbeitergespräch mit dem Chef. Da werden halt dann genau die Themen angesprochen, die was oft unter dem Jahr liegen bleiben, weil keine Zeit dafür ist. Und das ist eigentlich sehr gut, wenn man sich irgendwo hin entwickeln will oder wie auch immer, dass man das dann da nur mehr speziell auch reden kann.